Boeing-Absturz in China war wohl erweiterter Suizid. Ryanair-Chef Michael O'Leary sagt zu Boeing, Headless Chicken, was das auf sich hat, gleich. Und dann natürlich noch ein kleiner Hinweis, IAG oder IHG One Rewards hat die Promotion gestartet mit bis zu 4-fach Punkten. Jo, geht los. Mein Name ist Lars Korsten, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. An dieser Stelle wie immer der Hinweis, abonniert den Kanal, macht die Glocke an, Kommentarspalte, bringt sie zum Glühen und ganz, ganz wichtig, lasst uns ein Like da. Dieses Wochenende ist wieder Community-Wochenende, will ich mal sagen. Ich reise durch die Republik und zwar am 19.05. starten wir in Berlin im Grand Hyatt mit dem ersten Stammtisch ab 18.30 Uhr. München 21.05 Uhr um 18 Uhr, so ist es richtig, im Augustinerkeller am Hauptbahnhof da rechts ab, wenn man davor steht, hinterm Bayerischen Rundfunk. Ich weiß gar nicht, wie die Straße heißt. Ich finde das eigentlich immer besoffen. Ich glaube auch besoffen, wieder zurückgefordert zu werden. Frankfurt natürlich auch am 22.05. Hyatt Place ab 18 Uhr. Ryanair, Michael O'Leary ist so ein Thema. Und zwar lass uns erstmal auf die Corona-Hilfen eingehen. Und zwar, die Condor hat Corona-Hilfen bekommen und das Gericht der Europäischen Union hat diese Klage der Ryanair erstmal entgegengenommen. Hat gesagt, wir lohnen ein schweres Rettungsdarlehen von Deutschland, von der Regierung. Wäre ja auch blöd gewesen, wenn nur die Lufthansa gerettet worden wäre. Die Condor hat auch Geld bekommen. Und nachdem halt die Thomas Cook insolvent war, gab es eine Geldspritze in Höhe von 380 Millionen Euro zugunsten von Condor. Die Kommission hatte dagegen natürlich keine Einwände, weil diese Beihilfe mit EU-Recht absolut im Einklang steht. Und das Gericht hat dies am Mittwoch auch nochmal bestätigt. Ryanair hatte einfach bei der EU-Kommission den Beschluss angefochten. Unter anderem meinten sie, dass da ein Prüfungsverfahren gefehlt hat, weil das muss halt vom Genehmigungsverfahren gemacht werden. Das Gericht hat gesagt, nö. Zudem hat Ryanair auch nicht darlegen können oder irgendwie in irgendeiner Art und Weise nachweisen können, dass die finanziellen Schwierigkeiten, die Condor hatte, alleine durch die Thomas Cook-Insolvenz passiert sind. Und dann hatte man einfach argumentiert, ist ja fast dasselbe, dass sie einfach durch willkürliche Verteilung von Schuldenkosten oder wie man das auch immer nennt, innerhalb der Thomas Cook-Gruppe entstanden sind. Und man kann natürlich noch gegen das Urteil beim Europäischen Gerichtshof vorgehen, aber die 2019 angemeldete Beihilfe war einfach da, um den Flugverkehr weiter aufrechtzuerhalten. Warum? Ganz einfach, weil die Muttergesellschaft ist ja pleite gegangen, da konnte die Condor nichts dafür. Die Condor selber hat ja auch damals schon noch Gewinne gemacht, wenn man die Condor einzeln gesehen hätte. Und deshalb war es auch im Interesse der Fluggäste, die ordnungsgemäße Aufrechterhaltung der Flugdienste zu gewährleisten. Also, Auflagen gab es, insofern Thema vom Tisch. Was sagt ihr, hätte man das nicht machen sollen, hätte man das nicht machen dürfen oder was ist dazu eure Meinung? Einfach kommentieren. Ja, des Weiteren geht es dann weiter mit einer Reederei und zwar mit der CMA CGM. Ja, kann ich bis vorher auch nicht, also ich kann diesen CMA-Aufdruck, glaube ich, oder CGM auf Container habe ich das mal gesehen, habe aber jetzt nicht wirklich da irgendwie eine große Assoziation, wer das ist. Das ist eine Großreederei aus Frankreich und die wollen mit einem Anteil von bis zu 9% bei der Air France KLM einsteigen. Und es soll halt wirklich auch eine langfristige Partnerschaft im Luftfrachtbereich sein. Warum? Man möchte halt sich da mit der Kooperation einige Dinge sichern. Und zwar, man möchte eine gemeinsame Vermarktung haben und mindestens über 10 Jahre soll die ganze Kooperation laufen von Luftfrachtkapazitäten. Und die gemeinsame Investition soll natürlich einen Wert schaffen und damit Wachstum. Die Frachtflieger beider Unternehmen sollen halt gemeinsam koordiniert, beschafft, genutzt werden und die Frachtkapazitäten logischerweise auch der normalen Linienflüge sollen
monetarisiert werden. Die Mitteilung könnte anlässlich der kürzlich angekündigten Kapitalerhöhung von Air France KLM erfolgen, hieß es. Die Konzernspitze hatte einfach gesagt, dass man die Kapitalerhöhung von bis zu 4 Milliarden Euro nutzen möchte, um die Staatshilfen, die die Air France bekommen hat, zurückzuerstatten. Der französisch-niederländische, ein Konglomerat? Weiß nicht, also Konglomerat ist ja nicht, was in der Fluggesellschaft, also KLM und Air France, haben ja auch für Milliarden Verluste gemacht in der Pandemie im Sommer und wollen jetzt wieder schwarze Zahlen schreiben. Wer ist überhaupt CMA CGM? Es ist einer der weltweit größten Containerreedereien und rangiert auf der Nummer 3 hinter der Maersk und MSC. MSC war da nicht was? Ja, auch die MSC und die Lufthansa bieten bei der ITA mit aus ähnlichen Gründen. Und dann geht es noch weiter. Die Lufthansa hat nicht nur die MSC an Bord mit der ITA, sondern hat auch einen neuen Großaktionär an Bord, den Klaus-Michael Kühn, hatte ich ja berichtet. Und zwar hat er auch 10% bei Lufthansa sich eingekauft. Und natürlich ist das ganz einfach dem Transportgeschäft geschuldet. Man möchte da seine Schärchen im Trocknen haben. Man hat ja gemerkt, wie das mit den Schiffen ist. Deshalb macht es natürlich Sinn. Aber ich glaube, Kühne hat keine eigenen Flugzeuge im Gegensatz zu den Kollegen von der CMA, wie sich das anhört. Also insofern macht es logischerweise Sinn. Was keinen Sinn macht, ist der Flug MU5735. Das war der China Eastern Flug, der vor 31 Tagen abgestürzt ist. Das war eine Boeing 737-800, also keine Max, nur damit es keine Missverständnisse gibt. Und wenn man sich das Ganze anguckt, warum? Ganz einfach, weil nach 30 Tagen muss halt ein Zwischenbericht veröffentlicht werden. Man braucht aber mehr Zeit und diese Flugdatenschreiber und Stimmrekorder waren ja so eingebuddelt, dass man erst einen von beiden ja nicht gefunden hatte. Hat ihn dann gefunden, ist dann in die USA gegangen, ist von Spezialisten dann irgendwie repariert worden. Ich weiß gar nicht, wie man das macht. Wahrscheinlich diesen, so ein EEPROM, wo da Stimme drauf ist oder sowas. Das wird dann in ein neues Gerät gesetzt und hofft, dass es funktioniert. Und auf jeden Fall konnte man da was bekommen. Und das Flugzeug mit dem Kennzeichen 1791 ist an jedem Tag von Kunming zu dem Flug aufgebrochen, der MU5735. Und Guangzhou war das Ziel. Man ist nicht angekommen. Es gab auch vorher keinen Notruf und das Gelände, was da ist, war gebirgig und deshalb hat man halt einfach geschaut, ob dieses plötzliche Abfallen in der Stadt Wuzhou plötzlich einfach irgendwoher kam, woher auch. Und dann ist das Flugzeug auch mit 9500 Metern pro Minute in ein Feld geknattert. Und da muss man halt einfach gucken, was leider schade ist. Natürlich 132 Passagiere kamen an Bord um. Also es waren 132 Menschen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Passagiere, wie viel Crew da war. Und da muss man halt einfach gucken. Es gibt eine Behauptung aus dem Umfeld oder aus diesem Bericht, wo drin steht, das Flugzeug tat nur, was ihm befohlen wurde. Heißt also, dass man das Flugzeug bewusst runtergeflogen hat, denn Hinweise auf eine Störung der Kommunikationsinstrumente oder der Navigationsinstrumente liegen nicht vor. In dem Zwischenbericht wurde zumindest das gesagt. Man guckt jetzt einfach, was da passiert ist. Die USA haben halt über Personen in dem Umfeld dem Wall Street Journal mitgeteilt, dass die Black Box darauf hinweist, dass jemand im Cockpit die Boeing 737-800 absichtlich zum Absturz gebracht haben soll. Die Daten zeigen, dass jemand das Steuerhorn nach vorne gedrückt hat. Vorne drücken heißt, es geht nach unten, geht nach runter. Und so ist das Flugzeug dann halt in diesen Sturzflug mit diesen über 9000 Metern pro Minute gefallen. Und jetzt müsste man einfach gucken, was mit dem Piloten ist. Allerdings kann man auch schauen, ob jemand anders ins Cockpit gelangt ist und den Crash herbeigeführt hat. Es gibt ja solche erweiterten Suizide oder Mitnahmesuizide, wie der Fachbegriff heißt, in der Luftfahrt Gott sei Dank sehr selten. Also Mitnahme oder erweitert heißt, wenn man sich selber umbringt und andere Leute da leider mitnimmt, die eigentlich nicht tot sein wollen. Und der Anteil an allen Suiziden liegt unter 1%. Und es ist nochmal wesentlich niedriger, wo es diese erweiterte Variante gibt. Es gibt einige Fälle und deshalb müssen wir uns das einfach mal angucken. Germanwings 4 U9525 ist natürlich da ein Beispiel, wo man dem Co-Piloten
nachgewiesen hat, dass er wohl da in die Berge reingeflogen ist und hat so 149 weitere Menschen mit in den Tod genommen. Dann gab es ja auch von der Lamlinhas Eras in Mosambik eine Embria, die 2013 in Namibia da das hatte. Dann gibt es einen Egypt Air Flug MS-99 von 1999 oder den Flug MI-185 von Silk Air von 1997. Der ist auch mit dem Suizid als wahrscheinlichste Ursache da gelistet. Bei der MH370, das ist ja die 777, die bis jetzt ja nicht wirklich gefunden worden ist, und der Grund ist auch so eine Hypothese, was man da machen, oder dass das da passiert ist, dass das halt ein Suizid war. Was haltet ihr davon? Was denkt ihr? Ist das jetzt etwas, was an Haaren herbeigezogen ist, oder sagt ihr, muss wohl so sein, vor allem wenn man sieht, mit welcher Wucht die Maschine nach unten gedrückt worden sein muss, ist es halt so, weil man ja auch Teile kilometerweit weg gefunden hat und das Loch, wo die Maschine rein ist, ist ja auch relativ tief gewesen. Also insofern schon ein Indikator für sehr viel Geschwindigkeit. Ne? Ja, schade. Ryanair, nächstes Thema. Nachdem sie bei der Condor-Klage abgeperlt sind, hat natürlich Michael O'Leary da bekannt für einen starken Spruch mal wieder gesagt, Boeing wäre wie Headless Chicken. Und da muss man halt das Ganze einfach mal angucken. Bei dem Low-Cost-Carrier, der ja 1985 in Irland gegründet worden ist, der hat halt seinen Lieferanten, und die haben ja eine fast reine Boeing-Flotte, paar Ausnahmen mit den, ich glaube, die haben immer noch, haben die noch Airbusse irgendwie von Niki oder von Malta oder so? Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ist ja auch egal, oder von den Bees. Also auf jeden Fall haben sie wirklich gefühlte 100% Boeing 737, aber auch Max bestellt. 210, glaube ich, von den Max bestellt, auch geholt, als es billig war. Und die haben jetzt einfach nur kommentiert in Form von Michael O'Leary, ja, dass die ja, kopflose Hühner sind. Und er ist halt nicht dafür bekannt, dass er hinterm Berg vorhält, was er sagt. Er ist auch nicht unbedingt jemand, der sehr woke ist, um es mal modern zu formulieren, sondern er hat halt bei seinem Earning Call diese Woche gesagt, wir glauben im Moment, dass Boeing vom Management her rumrennt wie kopflose Hühner. Und wir sind sehr, sehr glücklich, mit dem existierenden Management zusammenzuarbeiten, aber sie müssen halt wesentlich besser werden, was sie halt geliefert haben an uns in den letzten 12 Monaten. Ja, heißt also im Prinzip, Leute, bekommt euren Scheiß zusammen und macht mal Gas. Und er sagt ganz einfach, was wir sehen halt im Moment das Riesenproblem ist, ist einfach die Position von Dave Calhoun, das ist der CEO, also Geschäftsführer von Boeing. Der hat natürlich Probleme mit der 787, ich habe es ja genannt, die 777X, die ja auch verspätet ist bis 2025 bei der Lufthansa, 2024 glaubt ja auch keiner mehr dran. Und auch Avalon, der Dom Hunt Slattery, übrigens ja auch ihre, hat ja auch sehr hart ausgeholt, um da Boeing nochmal ganz, ganz harte Worte mitzugeben, dass sie halt so ein bisschen Probleme haben und ihren Scheiß zusammenbekommen sollen. Und das war die Thematik, wo er gesagt hat, die haben ihren Weg verloren oder lost its way im Englischen. Und man muss halt einfach drüber nachdenken, ob sie noch strategisch relevant bleiben wollen. Und dann brauchen sie halt eine frische Vision, aber auch vielleicht auch eine frische Führung, ganz einfach. Und natürlich muss man das Ehrlichkeit nochmal in Relation setzen. Man hat bei Ryanair 471 Boeing-Flugzeuge in der Flotte und hat 145 737 auf Bestellung, hat dann nochmal 737 Max als Game-Changer-Aircraft im Portfolio bestellt, die halt 4% mehr Sitzplatz haben und 16% weniger Kraftstoff verbrauchen. Und nichtsdestotrotz sagt Ryanair, man will wieder in die Gewinnzone kommen. Und das ist halt das, was das Ziel ist in 2023 allerdings erst. Es ist ein schwieriger und ein, wie soll man es sagen, fragile, also ein
zaghafter, zaghaft, zerbrechlich, zerbrechlich ist das richtige Wort, zerbrechliche Recovery, also insofern eine zerbrechliche Wiedereintritt in die Gewinnzone, so ist es jetzt übersetzt, komisch, aber egal, ihr wisst, was ich meine. Also auf jeden Fall hat man die Verluste reduzieren können in 2021 und zwar beträchtlich. Und da muss man halt einfach gucken. Man hat 97,1 Millionen Passagiere verarztet und verflogen. Und damit ist es halt natürlich etwas weiter entfernt von dem, was man vorher hatte. Aber nun gut, das ist halt so. Man möchte halt wieder hin. Und natürlich der Ukraine-Krieg hat also auch seine Probleme. Schreibt unten einfach rein, was ihr davon denkt, was ihr davon haltet und was ihr dazu sagt. Ganz, ganz wichtig. Dann haben wir noch ein Thema, wo ich auch drauf eingehen möchte. Und das ist noch meine Erinnerung an euch. Und zwar von IAG, die Promotion, hatte ich euch ja mitgeteilt. Die Promotion, wo ihr bis zu vierfache Punkte bekommen könnt von IAG One Rewards. Das ist ja das neue Programm. Das startet am 18. Mai, geht bis zum 31. August. Und wie funktioniert das? Ganz einfach. Ihr kriegt, wenn ihr 2 bis 5 Nächte übernachtet, doppelte Punkte, dreifache Punkte, wenn ihr von 6 bis 14 Nächten übernachtet am Stück oder vierfache Punkte, wenn es mehr als 15 Nächte sind. Ganz, ganz wichtig ist auch, wer eine co-branded Credit Card hat aus Amerika, vor allem der kriegt dann nochmal 3000 Punkte extra für jeweils 3 Nächte bis maximal 6000 Punkte. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr eine amerikanische Kreditkarte bekommen könnt, sprecht mich an, kommt zum Stammtisch und dann können wir direkt mal schauen. Ganz, ganz wichtig an dieser Stelle ist einfach auch wieder danke, dass ihr heute bei Frequent Traveler TV dabei wart. Kommt zum Stammtisch nach Berlin, nach München oder nach Frankfurt. Ich freue mich, euch persönlich kennenzulernen. Lasst uns über das Thema Kreditkarte sprechen oder über andere Themen, die euch interessieren. Es ist Spargelsaison, also insofern werde ich wahrscheinlich in Berlin Spargel essen und mir reinpfeifen, freue ich mich schon drauf. Und nichtsdestotrotz abonnieren, Glocke an, kommentieren und Like da lassen. Also danke, dass ihr dabei wart und bis morgen zur nächsten Folge aus Berlin. Morgen ist ja schon der Stammtisch. Also bis dann, ciao. So, müssen wir mal weg hier und aus.